Also wenn ich schon die Chance kriege, kämpfe ich mit Temari, ist doch klar. Ist immerhin mein Lieblingscharakter. In dem Teil zumindest ist der einzige. Was? Mehr als eine Sekunde ununterbrochen Angriffe aus? Du Scheiße. Schrei nicht so rum. Falsche Richtung, Timari. Toll! Super! Natürlich nochmal. Wir müssen sie also die ganze Zeit angreifen, ohne Unterbrechung. Das sind schon wieder Missionsziele richtig für die Tonne, wisst ihr das? Ich denke, das ist ein Minispiel. Keine Mission. Meine Fresse nochmal, ey. Ich glaube, ich nehme echt einen anderen Charakter. Das ist doch scheiße so. Meine Fresse. Er muss mir die ganze Zeit mit Angriffen auf sie einbomben. Wie nervig ist das denn? Ah, gut, dann nehmen wir Guy. Meine Güte, er ist wenigstens schnell und kann gut angreifen. Dieser ein. Es ist wieder so eine einzige lächerliche Bedingung. Schon ist der ganze Kampf wieder für die Tonne. Echt. Alter! Ich darf sie nicht eine Sekunde in Ruhe lassen. Dann machen wir es halt so. Ist auch überhaupt nicht unfair oder so. Nein, wie kommt ihr darauf? Stehe ich gar nicht. Ich höre schon Krankenwagen, wie passend. Wie passend. Und? Gescheiter, danke. Nee. 40 Punkte für Guy, 4 Punkte für alle anderen. Eigentlich wollte ich mit Temari antreten, aber das war ja nix. Das war ja ein Schuss in den Ofen, im wahrsten Sinne des Wortes. Toll, ich habe gerade ihr Jutsu erlernt. Jo, oh mein Gott. Ano jo. Warin da gedo. Was kommt jetzt? Oh mein. Domo, koko n toko. Kagemane no jutsu no kire ga warukute na. Sukoshi no aida de ii kara yo. Jo. Sumane na. Ja, jo. Tun wir es, ja.
Hätte er nicht vorher gesagt, dass es ein Kagemane no Jutsubung ist, hätte man das falsch verstehen können. Arme Shikamaru's Kagemane nach und nimmt tolle Haltung an. Merke dir Befehle und die richtigen Tasten. Dann passiert was Tolles. Ja, finde ich auch immer toll. Dann passiert was Tolles. Ach so. Quasi Merkspiel. Mhm. Ach du Scheiße. Das sieht so lächerlich aus. Ah ja. Das ist auch gemein. Hält dich schön die Chips da unter der Nase. Könnt das perfekt jetzt bitte ausblenden? Das ist mir peinlich. Punkt, ja. Ryo als Belohnung erhalten. Geil. Geld nehme ich immer gerne. Ach ja, ich wollte eigentlich zu Tsunade, aber ich gewinne nebenbei nochmal aus Versehen 8000. Das kann man ja auch mal machen, ne? So, ich nehme mal an, dass Tsunade sich dort aufhält. Weil da ist eben halt auch das Haus des Hokage. Ne? Das große rote Haus. Oh! Yashi. Da ist sie doch. ゲドの院会はどこに?ばあちゃん!あ、なると?何ボケーっとしてんだってばよ!あ、すまない。ちょっと考え事しててね。私に何か用?あのさ、しずねの姉ちゃんがばあちゃんを探してたぜ。しずねが? ばあちゃんってばこの頃寝ないで本ばかり読んでんだろ?そのことをさ、姉ちゃんがすげー心配してたってばよ。そうか。大体、何をそんなに真剣に読んでるんだってばよ。Naruto interessiert sich für Bücher? ちょっと調べ物があって。ああ、ほら。そんなに眠いなら早く寝た方がいいってばよ。 Ja, danke fürs Gespräch. Warum ist Yashi hier? Ja, das kennen wir ja schon. Warum ist Yashi hier? Vor allen Dingen... Kann Yashi auch kämpfen? Ich weiß das gar nicht. Kämpft Yashi? Ich weiß nicht, ob er aktiv mitkämpft. Bevor übrigens die Leute fragen, Yashi ist der Anführer des Hauptstammes des Hyuga-Clans, Vater von Hinata Hyuga und auch Hanabi Hyuga. Ja, er hat zwei Töchter. Der gute Mann. Und er hat auch eine Frau.
Aber ich glaube, die Frau, die wird nur ein einziges Mal, wenn überhaupt, gezeigt. Und das ist in einer Filler-Episode. Und sie hat starke Ähnlichkeit mit Hinata, zumindest was die Haare angeht. Man kann es ja mal versuchen. Vielleicht schaltet man ihn dadurch frei. Ich weiß aber nicht, ob Hinata noch irgendwo in der Nähe ist. Ino ist übrigens weg. Okay. Ich finde das mit den Jutsus interessant, dass man Jutsus der anderen Leute erlernen kann. Heißt das, wir können ultimative Moves dann auch von den anderen ausführen? Oder wie muss ich das sehen? Ich habe keine Ahnung. Ich merke gerade, ich habe viel zu lange kein Dings mehr gespielt. Sakura. Oh, weia, wenn die was von uns will. Ja, bild dir nichts ein, Naruto. Das ist nicht das, was du dir erhoffst. Nein. Nein. Mm-mm. Oh. それだけ?それ以外に何があるのよ?いや。あとはサスケくんね。あ、そうだ。サスケくんはついでにデートにも誘っちゃおうかな。やっぱね。分かってたんだってばよ。こういうオチだってことぐらいさ。 Ja, rede mal schön mit dir selber, da passt schon. Ey, geil. Oh, yoku misuketa da. Kore de junbi wa okay da. Sore de wa shigyou wo hajime you ka. To, sono mae ni. Nani wo shiteru nda, Naruto-kun? Hayaku suutsu ni kigaeru nda. Sonna kakkou de wa ore no shigyou ni tsuite wa koren zo. Kitto kimi nara niyau to omou zo. Oh Gott. Ja, ist ja gut. Naruto hat den Anzug angezogen. Ja, okay. よし、早速修行を開始。と言いたいところだが、ここだと秘密の特訓にならないな。秘密の特訓燃えてくるだろう。じゃあ、俺は先に行ってるから。 So schritt er gechillt von dannen. Toll, ich soll den Ort selber finden. Das kann alles sein. Das heißt, überall, wo wir Guy jetzt treffen, werde ich ihn ansprechen. Bevor wir die nächste Mission machen. Und ja, das muss sein. Denn es könnte sein, dass wir dadurch einen neuen Charakter freischalten. Auch wenn wir diesen Charakter schon kennen. Aber es ist ein neuer Charakter. Und neuer Charakter heißt, wir können ihn mit allen verbinden. Okay. Ah, jetzt ist Ino bei ihrem Vater, okay. Nö, nö, hat sie nicht. Schon wieder helfen? Ja, können wir machen. Hä? Ich hab doch gesagt, dass ich das mache. いい花見つけたら
Gut, wenn ich dran denke, werde ich das gerne tun. Oh, Blumen für Ino, Träne mit Guy und das Schweinefraß für Shizune.